Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Imperium Galactic Survival, natürlich mit mir, eurem Sunny und dem Toaster. Der Erratic hat jetzt halt schon mal, wie er gerade angekündigt hat, ein bisschen früher Schluss gemacht. Und damit ich meine Woche voll kriege, hat sich der Toaster dazu bereit erklärt, mit mir noch eine Folge zu machen. Sonst könnte ich in Bedrängnis geraten, was die Folge angeht. So, der Toaster, kann ich dir dämlich dazwischen quatschen, während du hier irgendwie arbeitest? Das kann ich gut. Das ruhig. Mach das ruhig. Ich finde, der Toaster baut total coole Sachen. Also ich bin gerade nicht so zufrieden. Der Thruster geht nach. Drückt nach unten, ne? Die Öffnung ist nach oben. Das ist beabsichtigt so? Der ja, hier? Ja, ist richtig. Okay. Faszinierend. Also der Toaster ist nicht zufrieden. Klar. Aber wir haben ja auch gesehen, was der Toaster sonst so baut, ne? Also wissen wir ja, was er meint. Nee, ernsthaft, ich finde selbst die Sachen, wo du sagst, du bist nicht so ganz zufrieden damit, sieht doch schon ganz schick aus eigentlich. Man sieht doch eine aktive Idee der Form. Ach, ich muss mal das Ding hier wieder zurückfärben. So. Also, solltest trotzdem vorsichtig sein. Hier draußen könnte das Ding abgeknallt werden, ne? Ja, genau, aber es ist auch startbereit, also wir können damit jederzeit wegfliegen. Okay. Wenn es nötig werden sollte. Weil, also ich meine, das Einzige, was halt gefährlich werden könnte, wäre das Small Vessel, aber genau das ist halt auch, was dir gefährlich werden könnte, ne? Ja. Weil sonst, also nur dieses planetare Vessel könnte dir halt gefährlich werden, wenn die anderen, ja, was soll da passieren? Ja, cool. Ich hätte die Sachen halt ein bisschen weiter nach innen gebaut. Dass man den RCS von außen sieht, finde ich halt... Ist noch nicht fertig. Okay. Ich meine auch nicht, dass es schlecht aussieht. Ich finde es als Accessoire vielleicht gar nicht schlecht, aber man sollte halt was drüber... Also, man kann es halt eigentlich nach außen hin nicht bauen. Das sollte man halt nicht, meine ich. Ah, okay, du hast die Passagiersitze tatsächlich gegensätzlich zueinander gesetzt, weil die zu tief sind, oder was? Richtig. Oh, wie cool. Gut gemacht. So, ich hätte es wahrscheinlich einfach breiter gemacht und hätte gar nicht gecheckt, dass das... Ich war nur gerade irritiert. Hä? Wieso ist die Klappe links von mir? Eben war die doch auch links von mir auf der anderen Seite. Ja, cool. Finde ich mega schick. Und damit beantworte ich auch meine letzte Frage, nämlich wo kommen die letzten beiden Thruster hin, die ich aber aus irgendeinem Grund gar nicht mehr habe? Ja, also tut mir leid, ich bin jetzt auf meinem Channel, gucke ich jetzt gerade einfach nur interessiert dem Toaster gerade zu, aber ich finde das gerade voll spannend. Hey. Cool. Also irgendwas mache ich hier falsch. Na, ich werde ihn mal ein bisschen in Ruhe lassen. Dass ich ihm ohne Unterlass ins Ohr quatsche, das kennt er ja schon. Er guckt ja tatsächlich auch meine Let's Plays anscheinend, oder zumindest das eine oder andere. Da ist das ja quasi genau so. aber wir gucken jetzt nochmal, dass wir was Sinnvolles machen. Nicht nur dem Heretic zugucken, das ist zwar ästhetisch und schön und alles, aber wir kommen da nicht so richtig voran. So, mal sehen. Ich bin jetzt... Boah, hat mich das gerade erschrocken. Ernsthaft? Ja gut, das können wir gleich mal einsammeln. Das ist tatsächlich sinnvoll. Okay. One down. Two down. Okay. War da noch irgendwo einer, oder? Nee. Der hatte angefangen zu schießen, aber hat nicht alle erwischt gehabt. Hat die am Anfang nicht erwischt, ja? Kann sein.
Weil er hatte ja zwischenzeitlich aufgehört zu schießen. Okay, nur ein paar Schuss Munition. So, hier kommt ein bisschen was Interessanteres raus. Ich werde mal sicherheitshalber nachgucken, dass wir noch genug Munition für die Kanone haben. Ah, die ist wirklich overpowered eigentlich, ne? Also die ist schon krass. Ich glaube, die ist auch, wenn du Base-Verteidigung gegen im PvP machst, das Ding verhindert eigentlich, dass jeder Spieler jetzt ohne Fahrzeug an dich rankommt. Ja. Also Minimum muss der halt mit einem Fahrzeug kommen, sonst ist da eigentlich kaum was zu wollen, glaube ich. Ja, hier werden kleine Stahlblöcke gerade hergestellt. So, zack, 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 zack. So, wie viel Munition haben wir hier noch für den... Die 30 mm ist tatsächlich ein bisschen reduziert. Dann werde ich mal von der 30 mm ein bisschen was nachlegen. Mache ich einen 10er-Stack gleich? Na, ich mach mal nur 5 Stück, 250 Schuss erstmal, das sollte reichen. Ah, ich habe die Furniture, richtig. Ich habe ja ein bisschen was hier hergestellt, damit wir mal ein bisschen uns das angucken können. Richtig, dafür war das ja gedacht. Prima, dann gucken wir uns das mal an. Vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit. So, perfekt. So, also wir haben eine ähnliche Auswahl, das kennen wir ja zu einem großen Teil. Also, ich kann mir... Ist das wirklich jetzt benutzbar, ja? Ich guck mal die Toilette. Also, wir können immer noch nicht reingehen in die Toilette. Oh, doch! Ich kann sie spülen! Hey, hey! Toaster! Ich kann jetzt die Toilette spülen! Ist gut. er ist nicht begeistert. Oh, doch! Ah! Okay, das hat auch eine Wirkung. Du beendest damit Food Poisoning und Bad Trip. Einen schlechten Trip. Bad Trip? Sowas gibt's? Also, es scheint jetzt Drogen hier drin zu geben. Ich kann ja... Ich weiß es ja nicht. Dann Shower. Reduce Radiation. Reduce Temperature. Increase Temperature. Okay. Ja, man kann nicht reingehen, aber wenn man sie davor steht, kann man es halt antippen und bekommt halt diesen Effekt. Das ist schon ganz cool. Ja, nett. Finde ich cool. Ihr habt die jetzt nur mal zum Ausprobieren dahingestellt. Ja, Bad Trip würde ich übersetzen mit schlechter Trip, oder? Können wir noch bauen? Also das Bett kennen wir ja schon, die Stühle an sich auch, den Reception Table, Bathroom Vanity, das kennen wir alles. Aber ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Also Food Poisoning dann einfach mit einem... Also ich meine, die Bedeutung finde ich halt super, ne? Praying to the Porcelain God befreit dich von Food Poisoning, ist natürlich schon lustig. Das hat schon was. Okay. Dann werde ich mal hier so ein Dining Table noch in den Raum stellen. Da kann man nämlich ja seine Stamina schnell aufladen. Das andere Ding, die anderen Sachen baue ich mal wieder ab. Ja, aber dann machen jetzt Furnishings halt auch einen gewissen Sinn, indem sie einem halt bestimmte Fähigkeiten auch tatsächlich geben und so. Das finde ich schon ganz cool. Muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Können wir uns ja mal die Pflanzendekos noch angucken? Wir haben jetzt nämlich auch ein paar der Außerirdischen. Also die kennen wir ja zum Beispiel von Aqua. Ich glaube, da haben wir die ZR1 immer von abgesammelt, ne? Auf Aqua. Diese, wie nennen die das hier? Alien Tentacle. Alien Palm Tree. Also das sind im Endeffekt die Orangenbäume hier, ne? So, dann baue ich das mal wieder ab. Ist natürlich ein bisschen geckig, dass man die abbaut und dann halt einfach als was anderes neu baut. Aber hey, das ist halt... Ist ja auch nur Deko.
So, haben wir einen blauen Busch. Okay. Der erinnert so ein bisschen an diese Aquaberries. Der aber auch. Okay, auf jeden Fall sind das alles halt neue Dinge. Ich finde hier den Topf ein bisschen sehr... So. Alien Onion Flower. Da, ein paar hattet ihr mal wahrscheinlich in unserer Verabschiedung gesehen, weil wir neugierig waren und ein paar gesetzt haben. Da hatten wir in der Verabschiedung schon mal ein paar hingestellt. Just for fun. Okay. Okay. Mach ich mal einfach so. So. Haben wir noch irgendein anderes Furnishing hier drin, was sich hier unterbringen ließe? Irgendwie wenigstens schick aussieht oder irgendwas bringt? Nicht so wirklich, ne? Bankbett macht nicht wirklich Sinn, glaube ich. Wohl ein Bankbett? Ja, knallen wir hier hin. Zack. Hübsch ist anders, aber das geht mal so. Okay. Ich guck mal noch die anderen Decoration Blocks. Die können wir nicht, weil da bräuchten wir Metal Components für und wir haben keinen. Ach so. Wir haben keinen Metal, aber wir haben ja viel Eisen mitgebracht. Ah, ich habe den abgebaut. Clever von mir. Du kannst ja gleich mal rauskommen und sagen, was du jetzt von dem Schiff hältst. Die ist meine Antwort sowieso nicht gut genug, weil du sagst, dass das nicht gut genug aussieht. Ja, meinst du. Das wird doch sowieso wieder sowas. Aber ich guck gleich. Ach, hier habe ich die ganzen... Na klar, ich hatte die ganzen Promethium-Pellets da drüben reingehauen. Nicht dem Luck. Sunny ist mal wieder clever gewesen. Ich habe mich gewundert, wo das ganze Promethium hin ist. Da hatte ich das woanders reingeschmissen. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Möglichkeiten, Metal Components zu bauen. Da können wir hier mal Konsolendeko, Antennendeko und Radardeko auch nochmal bauen. Ja, ich komm raus. Was du machen könntest, wäre... Ja? Da unten sind die hinteren beiden Landefüße etwas weiter hinten und etwas breiter auseinander anbringen. Obwohl, okay. Nee. Ich red Quatsch. Lieber den vorderen weiter nach vorne. Ja, gut, und die hinteren beiden vielleicht jeweils ein Stück nach rechts oder links. Okay, dann stehen die aber ein bisschen über, ne? Ist okay, glaube ich, oder? Ich denke ja. Oder mach wie es dir gefällt. Du, ich mach das erstmal so, wie du das haben willst. Das wird sowieso besser aussehen, als wenn ich das mache, wie ich es haben will. Ja, aber du dürftest recht haben. Das sieht so ein bisschen engfüßig aus, so wie jemand, der die Beine sehr eng zusammennimmt. So. Zack. Also das wäre dann... So. Ja? Sieht aber auch komisch aus, oder? Soll ich die vielleicht andersrum anbringen? Also andersrum und vielleicht eins nach hinten. Okay. Aber dann sollte ich den vorderen auch nochmal umdrehen. Ja. Das sieht irgendwie aus, als wäre hinten vorne. Sieht merkwürdig aus. Das habe ich aber nicht gedreht. So. 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 Ja, ich glaube, so geht es ganz gut. Ja, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Okay, perfekt. Ja. Dankeschön. So, fast abgesoffen hier. Furchtbar. Ja, also das mit den Hydrogen Bottles, das, also falls da irgendjemand, der zuschaut oder so, weiß, was es damit jetzt auf sich hat, weil finde ich halt albern, dass ich die halt schon herstellen kann auf Level 10. Sie jetzt aber dadurch, dass es jetzt halt keine Hydrogen Bottles mehr gibt, halt nicht mehr für Dings benutzen kann. Das finde ich halt merkwürdig. Also das, da fehlt irgendwie was, finde ich. Macht so halt nicht mehr so viel Sinn. So, er hat den Growing Plot gebaut, aber ich denke mal, es wird ihn nicht stören, wenn ich ihn dann hinsetze. So. Supi.
Also mir gefällt das Schiff auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass es so halb im Wasser steht. Muss ich sagen. Ja. Ist das eingedillt oder sieht das nur so aus? Nee, das hat tatsächlich Schaden, okay. Ach, wahrscheinlich. Also, danke fürs Reparieren. Ja, war wahrscheinlich einfach nur, du wirst irgendwas abgebaut haben und dabei ein bisschen mehr davon mit abgebaut haben und hast es nicht gemerkt. Aber nur gesehen, dass eine Delle drin, also es sah so aus, als ob eine Delle drin war. Und anscheinend war ja auch eine drin. Du hast jetzt aber erstmal nur die Achso, du konntest ja nur die normalen Blöcke benutzen. Die harten gehen ja noch nicht, wir brauchen ja Satium dafür. Richtig, richtig. So, dann probieren wir nochmal die anderen Dekos aus. Achso, die kann ich ja hier drin nicht. Ich guck mal draußen. Beziehungsweise. Nee, also ich kann die rechte Maustaste nicht drücken. Das heißt, also ich kann sie schon drücken, aber es bringt halt nichts. Das heißt, von der Radardeko gibt es nichts Neues. Okay, gibt es immer noch nur die eine. Dann haben wir die Konsolendeko. Sind, glaube ich, auch nur die alten Konsolen, die wir schon kennen. Kann natürlich höchstens sein, dass sie was Neues bewirken. Das gucken wir uns gleich drin nochmal an. Und dann haben wir die Antennendeko. So, das ist die, die man schon kennt, oder? Moment, ich muss weiter weg. Sonst sehe ich die gar nicht vollständig. Alter, die ist voll groß. Ja, also die... Da gibt es jetzt auf jeden Fall neue. Okay, die ist etwas kleiner. Ja. Die sieht eher aus wie eine startende Rakete. Alter! Was ist das denn für ein Hoshi? Nee, ernsthaft? Das ist gigantisch. Soll ich das mal... Ich knall das mal neben dich. Vorsicht. Okay. Was ist das denn? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Und zwar auf dem Lava-Planeten. Okay, kann sein. In der Admin-Basis. Aber das hatten vorher, konnten die das nicht selber machen, auf jeden Fall. So, ich guck mal. Also es gibt halt da wirklich jetzt ein paar neue. Das hier habe ich schon mal irgendwo gesehen, auf jeden Fall. Doch, das hatten wir in der einen Basis, da waren die unten drinne, als und waren angehäuft zu so einem... Ja, da mussten wir durch. Weißt du noch, dieses Labyrinth aus diesen Dingern Labyrinth, hier? Ja. Das war nervig. So, das nehme ich mal wieder weg. So. Und... Was hätten wir noch? Also bisher bringen die auch noch nichts. Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Aussage war sehr stark in die Richtung, dass sie noch nichts bringen. Und das wäre halt ganz interessant, zum Beispiel, dass die Radarstations und sowas später etwas bringen sollen. So habe ich das verstanden. Das fände ich natürlich mega, wenn man zum Beispiel diese Anzeigen rechts oben... Ach du meine Güte, das ist heiß hier draußen. 64 Grad. Oh krass, jetzt hat mich auch ein Warnsymbol. Jetzt habe ich auch ein Warnsymbol. Aber ich weiß noch nicht, ob es irgendwelche echten Schäden macht oder so. Da habe ich jetzt noch keine Info. Das ist mal eine gute Frage. Wenn du jetzt mal kurz ins Wasser hüpfst oder so, geht es dir danach besser? Ja. Okay. So, ich habe mal die Antenne vor unseren Eingang gestellt. Okay. Aber die persönliche Temperatur bei mir zum Beispiel, die hat sich kaum verändert. Und sobald ich rauskomme, schnellt es sofort in die Höhe. So, wenn ich in Schatten gehe. Also Schatten hier drin reicht eigentlich auch noch nicht. Innerhalb unserer Basis geht es sofort auf sehr angenehme 22 Grad runter. Und hier hinten... haben wir tatsächlich wieder die gleichen 65 Grad. Okay, also örtlich scheint das kaum Unterschiede zu geben. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, trotzdem, alles in allem eigentlich sehr coole neue Features.
Sie müsste jetzt nur noch mehr Spielrelevanz bekommen, finde ich. Also bisher ist die Spielrelevanz noch ein bisschen mau, muss ich sagen. Ich habe nur 300 hergestellt. Nur 100 hergestellt. Das bedeutet, irgendwas ist ausgegangen. Was ist denn zu wenig? Was war denn zu wenig da? So, wahrscheinlich waren Metal Pieces keine mehr da. Weil ich das erst danach gelegt habe. Na gut, dann lege ich da nochmal 4 Stück nach. So, die Large Fuel Packs schmeiße ich einfach mal hier rein. So. Okay, und jetzt sind wir tatsächlich endlich mal voll, was Fuel angeht. Endlich mal voll. So richtig pappensatt. Ne, das hatten wir bisher noch nicht. Das hatten wir so bisher noch nicht. Wie lange reicht das jetzt? 14 Stunden und ich glaube, der Konstruktor läuft ja gerade. Ah, okay. Das Ding läuft auch und ist bei 97%. Alles tutti. Alles gut. Ich schmeiß mal hier 2 Stück rein. Und dann sollten... Das hier, das läuft jetzt auch eine Weile. Beim nächsten Mal haben wir dann sehr viel schon... Ey, sorry, das sieht einfach so nach einer Bauchlandung aus. So, weißt du, so... Da ist ein Klotz auf dem verdammten Landefeld und du schaffst es, darauf zu landen! Oder wenn du mal kurz einsteigen würdest und das Schiff hochhalten, dann könnte ich es nämlich von unten bemalen. Kriege ich hin, hoffe ich. So. Achso, ich muss mal. War das mit V? Außenansicht? Ja, okay. Naja, ich bin ja wirklich in einer günstigen Position schon. Aber so sah das halt aus, sorry. Ja, cool. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Oh, Entschuldigung. Hier geblieben. Ja, ich habe Alt ausgemacht gehabt, also den Alt-Knopf. So, jetzt kann ich mich wieder hier ums Schiff schwenken. Ganz cool, auf jeden Fall. Also ich finde die Bauweise sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und du meintest ja auch, du hast es nochmal verbessert. Ja, jetzt finde ich es ganz okay. Ja, also ich finde es cool. Ne? Also hier, ne, Leute, mal reinschreiben, Daumen hoch hier für den Toaster. Finde ich voll cool. Der baut immer voll die coolen Sachen. Klar, ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, aber einfach aus so diesen Elementen halt schon so ein schickes Schiffchen zu bauen, finde ich mega cool. Ja, wie sie steht auch relativ am Anfang, so. Und da finde ich das schon sehr, sehr cooles Schiff. Und wir könnten damit alle drei auf den Mond fliegen und schon was richtig mit anstellen. Schon mal eine Basis raiden oder so. Das wird dann auch demnächst definitiv passieren in der nächsten Aufnahmerunde, denke ich mal. Apropos, nächste Aufnahmerunde. Ich denke mal, wir können dann jetzt so langsam die Folge beenden. Bist du soweit fertig oder hast du noch was zu erledigen? Ich bin so gut wie fertig. Was macht er denn da noch? Ich kann das leider nicht näher ranzoomen. Liegt mal gleich unter Wasser. Ja, so ging es mir vorhin auch. Nee, gut, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Da könnte ich jetzt noch ewig lange dran rumbauen. Ja, ja, ich kenne das. Gut, dann lade ich das Ding. Obwohl, darf ich es noch ganz kurz zu einem kleinen Probeflug nehmen? Ja, gerne, aber warte, lass mich einsteigen, ich will mitfliegen. Okay. Okay, kann losgehen. Okay. Wo sehe ich die Geschwindigkeit? Ah, da. Okay. Ja, lässt sich gut fliegen. War ehrlich gesagt eine sehr angenehme Steuerung. Gut, ich profitiere jetzt auch ein bisschen davon, dass ich eine neue Maus habe, muss ich zugeben. Aber mich im Bereich des Händelbaren um die Hälfte umzudrehen, ist schon eine schöne Sache.
Ja, sehr cool. Steuert sich gut. Gut, dann... Ja, also mir reicht das auch schon. Ich finde, die Cockpits sehen jetzt auch sehr cool aus. Die haben sie doch hübsch verändert. So. Nice. Ein bisschen weit vorne bin ich gelandet. Aber es geht. Ach ja, ausmachen. Okay. Gute Idee. Gut, na dann verabschieden wir uns. Eine sonnige Verabschiedung. Und diesmal auch wirklich im prallen Sonnenschein bei 68 Grad Celsius. Ah, erstmal ins Wasser stellen. Genau. Also, dann eine sonnige Verabschiedung von dem Toaster und mir, dem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Ahoi.